So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video der FIFA Manager Karriere Reihe. Im letzten Spiel haben wir glücklich 2 zu 0 gewonnen gegen FC Toulouse. Es ist einiges schneller hier als in der irischen Liga. Die Mannschaft hat auch noch Zuwachs bekommen. Erstens mal Mladenovic, ziemlich schnell. Also hauptsächlich schnell, sonst hat er nicht viele Stärken. Banzer, junges Talent aus ZM. Dann kam noch der Südafrikaner Tswane. Alle frei. Ja, 74 ist, glaube ich, ziemlich gut. Wird eine gute Verstärkung sein. Ja, und jetzt hoffen wir, dass wir beim zweiten Spiel mit diesem Team, dass da alles klappt. Ich möchte jetzt noch Team B kennenlernen. Ich hoffe, das geht gut. Ich hätte jetzt gesagt, dass Zwane gleich mal spielt. Kaffee ist ganz fit. Und dann nehmen wir vielleicht gleich noch ihn mit. Wird er noch mitgenommen? Abdi ist auch müde schon, LF. Dann kommt noch der hier. So. Dann würde ich mal sagen, geht es gleich los. So. Ja, ich hoffe, ich kann noch mal siegen. Wir spielen zu Liebe Hause. Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel heute Abend. Das Wetter könnte kaum besser sein. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Ja. Für ihn ist das hier die Premiere, Buschi. Und wir haben es ja alle gelesen. Wir haben die Schlagzeilen gesehen. Die Erwartungen sind groß. Wie siehst du das? Viele sagten ja, denen fehlt noch ein Flügelspieler. Das hat sich jetzt erledigt. Den haben sie. Einen absoluten Star, der helfen kann. Dann gleich ein Star. So, macht mal ein bisschen. Salut, salut. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Mit meinem bekannten 4-4-1-1. Dieses extreme Pressing, was sie immer wieder spielen, geht natürlich ganz schön an die Körner, ne, Buschi? Ja, das wieder einer mit können wir Pressing. wahrscheinlich auch heute wieder beobachten. Aber sie haben die Physis, um das durchzuhalten. Das machen sie immer sehr, sehr gut. Und Bar vorne. Wird wieder ziemlich eng. Und jetzt geht's los. Let's go. Mal ganz ruhig. Pass auf die Außenbahn. Diakité.
Ja, die stehen sehr gut. Zuletzt gab es einen Auswärtssieg. Unsere eher weniger. Überzeugend war es ja schon, das 2:0 in der vergangenen Partie, aber es ist ein Reset. Wir starten wieder von vorne und der Gegner heute ist ein ganz anderes Kaliber. Jawohl, schon der erste. Fehlpass gleich. Guter Pass jetzt. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ah, kann er besser. Ball im Aus. Puh, der wäre schon mal ziemlich alleine gestanden vorne. Da geht die Fahne hoch. Ja, schade. Der Pass kam vielleicht ein Tick zu spät. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Unaufhaltsam. Könnte die Führung werden. Es ist vielleicht nicht das schönste Tor, aber wir sehen ja, es geht auch so. Ja, es geht auch mit den langen Bällen. Einfach mal vorne rein, einfach mal darauf hoffen, dass einer drankommt. Und wenn es klappt, Wolf, dann sieht es auch noch gut aus. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Ja, sehr schlecht. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Diakité. Ball bis jetzt verloren. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Klasse Aktion da. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Da haben Sie warum? Warum nicht nach drüben, Mann? Jetzt könnte es gefährlich werden. Er spielt den Pass zurück. Chance zur Flanke jetzt. Und jetzt die Chance. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Ja, die Fans stehen wie ein Mann hinter ihrem Team. Die spüren, es muss was passieren. Sie bauen geduldig auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss noch nichts heißen. Klasse Pass! Oh. Den Ball kann er abfangen. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Kommt jetzt die Flanke? Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Boah. Der Ball geht neben das Tor. Schwein gehabt. Ein super Kopfball, macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Ja, ich nicht. Ball ist wieder weg. War? Ja, das hätte was werden können. Ernsthaft? Ja, das sieht gut aus. Jetzt schießt er. Ecke. Das sieht schlecht aus, dass wir hier einen Sieg holen. Ecke kommt in den 16er. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Kopfball, Sprungkraft, irgendetwas. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Er ist der Eckball. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Jawohl, das erste Tor natürlich gegen uns. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. War. Zu weit. Und jetzt wird es Einwurf geben. Die noch Aktion gelb. Jetzt okay. Also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Diakite. Viel mit Auge. Jetzt der Schuss. Ja. Und der ist drin. Zwei zu eins. Hoffnung ist zurück. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Aktueller Spielstand im ersten also Tor. 2 zu 1. Gigler. Schöner Spielaufbau. Und er schießt. Da passt der Klasse auf. Ecke jetzt. Vielleicht können Sie die Führung ausbauen. Naja, der war auch mit auf dem Torwart. Ecke in die Mitte. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Jetzt ist es gefährlich. Sehr gut. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Diakite. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Knappe Führung zur Pause. Ja. 2 zu 1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Er hat bislang in diesem Spiel doch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt. Wie siehst du das? Sie laufen diesem Rückstand hinterher und das liegt natürlich auch an seinem schwachen Auftritt heute. Kaum eine Szene von einem Spieler wie ihm brauchen sie mehr. Ja. Ich hoffe, die zweite Halbzeit wird besser. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Pass auf den Flügel. Keine gute Aktion. Ja, ja, ja. Das wird wohl auch gelb geben. Nur gelb, hoffe ich. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Ich
So, jetzt einfach kein Tor. Weiter davonziehen können. Es war viel Pech dabei. Ball landet am Aluminium. Das Ding hätten sie gerne mitgenommen. Der Ball kommt hoch rein. Ja. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Oh, wenn ich es jetzt nur noch gute könnte. Chance auf den Ausgleich. Ja, den wird er wohl direkt nehmen. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Mach da. Changement Bourgnard sort du terrain. Le numéro 22. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst, das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Fast. Die Fans hoffen bei der Fast. Ecke jetzt auf den Ausgleich. War ein klasse Schuss. Und die Kollegen dürfen sich beim Torhüter bedanken, dass er das Ding verhindert hat. Ah, der hat ihn noch gehalten. Scheiße. Klasse gemacht vom Keeper. Ecke kommt rein. Ja, sie können erstmal klären. Ja, das sieht gut aus. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebrauchen. Nee. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Okay, was für ein Witz. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Gefährliches Anspiel. Sie haben diese Pause. Oh, keine Chance gegen die, Mann. Das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Kurz ausgekontert, Schuss, fertig. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool. Ja, ja. Das war's dann. ...3-1 heißt es also jetzt. So wenig Chancen, wie wir kreieren. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. War. Sie bringen den Ohren. Schon wieder. Den spielt er in den Lauf. Jetzt spielen sie mit uns. Szene geht weiter. Das war eine gute Gelegenheit, aber abgefangen. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Jetzt können sie vielleicht kontern. Klasse Pass! In den freien Raum. Ja, klar. Natürlich holen sie wieder alles.
Ja, wenn es mal nicht läuft, dann läuft es nicht. Jetzt geht er runter, eine überragende Leistung heute von ihm. Check die. Geht. Kann er was draus machen? Schön abgeblockt. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Guter Vorstoß. Kann was werden. Da kommt die Hereingabe. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ne? Naja, kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Schönes Zuspiel. Chance zum Anschlusstreffer. Ja! Ja, er macht ihn! Nichts zu machen. So einfach würde es gehen. Unentschieden. Jetzt muss ich noch dieses Unentschieden holen. Wenigstens das. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So. Jawohl. Jetzt versuchen wir es noch so. 3-2 also. Da ist alles drin. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Gigla. Kommt jetzt die Flanke rein. Und das ist der Ballverlust. Guter Pass jetzt. Auf außen ist Platz. Da hat er die Chance. Weiter gefährlich. Nee. Kacke. Nein. Dann nicht einmal. Nicht euer Ernst. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hin. Er ist frei, da kann was draus werden. Jetzt schießt er. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts für den Treffer. Schlecht, schwach. Fünf Minuten sind es noch und die können lang werden für sie, denn sie führen ja nur mit einem Treffer. Er spielt ihn zurück, guter Doppelpass. Der Schuss, Glanzparade gehalten. Kurz vor Schluss, das könnte die Entscheidung werden, Ecke.
So, noch ein neuer Stürmer. Kaffee. So, jetzt verteidigt gut, sonst werde ich sauer. Der Ball geht per Kopf zurück. Gigla. Verteidiger ist dazwischen. Ah, das wird wieder nichts. Das wird nichts, das wird nichts. Warum läuft jetzt der weg? Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Jawohl, los. Da kommt der Pass. Nee. Ballverlust. Chance zum Konter jetzt. Ah, oh, 5 Minuten. Sie ziehen heute ein tolles Passspiel auf. Auch dieser Ball kommt an. Sieht gut und technisch sauber aus, aber über die... Jetzt können Sie es entscheiden. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Vom Flügel zieht er jetzt ein. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Er zeigt vollen Einsatz. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Das Spiel ist... Nee, da pfeifst du doch nicht ab. Es gibt hier die Niederlage für die Gastgeber. Oh, Scheiße. Sie müssen sich weiter verbessern. Das war bei dieser knappen Niederlage heute nicht zu übersehen. Und ich bin sehr gespannt, wie der Coach im nächsten Spiel reagiert. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung. Ja, das war schlecht hinten. Schlecht verteidigt. Ganz schlecht. Ah, Kacke. Ja, jetzt kommen gleich noch die Highlights. Viel mit Auge. Jetzt der Schuss! Und er ist drin! Das 1:2. Zack, zack. Boom, drin! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Schönes Zuspiel. Chance zum Anschlusstreffer. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Nichts zu machen für den Torhüter. Der Ball geht flach ins Netz. Kacke, das war. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Der Schuss. Glanzparade gehalten. Kurz vor Schluss. Das könnte die Entscheidung werden, Ecke. Ja, 3:2 verloren. Am Schluss noch mehr als genug Chancen. Ja, hinten. Ich kann die irgendwie nicht verteidigen. Eigentlich nicht so schlecht gespielt. So. Ab zum Interview. Vielleicht seht ihr es, vielleicht nicht, je nachdem, ob Musik kommt oder nicht. Ja, leider hat es nicht geklappt. Wie ihr oben seht, 68 runtergefallen. Wahrscheinlich können wir den Direktaufstieg von den Punkten her nicht mehr schaffen. Mal schauen, ob ich entlassen werde Ende Saison oder so.
Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Leider war es nicht so erfolgreich. Ich hoffe, wir schaffen es beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Bye bye.